ist die Woche so bei dir gelaufen? Nicht so gut. Na komm, na lass uns einen saufen. Nee, lass mal lieber den Alk aus dem Spiel, denn der macht den Schädel dick wie der Jackpot beim Lottospiel. Lehn mich lieber mal zurück und lass alles Revue passieren. Heute muss ich nichts riskieren, lass mich lieber massieren. Lasse mich zu nichts verleiten, brauch mit niemand streiten über dämliche, unsinnige und unbrauchbare Einzelheiten. Setze heißes Wasser auf und mach mir einen Tee wie ein alter Chinese und sag, es ist alles okay. Mach mir keinen Kopf wegen aktuellen Props wie Geld, Freundin, Job oder solche Schrott. Lass es einfach mal geschehen und du wirst bald sehen, dass alle deine Probleme wie nur vergehen. Jetzt lass den Beat sein Werk verrichten und du dich da richten wie von Paparazzis und späten Hollywood-Nachtschichten. Aber wirst du dich nicht irgendwann langweilen? Ich meine Gedanken verkeilen. Du kannst doch nicht ewig auf deinem Sofa verweilen. Du musst dich doch auch mal befreien, sonst gehst du noch ein wie dicke Touristen auf Wanderschaft bei strahlend heißem Sonnenschein. Nein, betrachte mal die anderen Seiten. Lass Gedanken gleiten wie Verliebte, die auf Wolke Nummer 7 reiten. Lass mich nicht auf regenlichten Garten Eden. Muss heute weder Club noch Lounge oder Restaurant betreten. Und eben deswegen werde ich mich heute nicht allzu weit bewegen. Geb nicht viel ab nach Versegen, lass die Boxen für mich reden. Mit dem einen Fakt, ich lebe im vierten Takt. Das ist meine schöne Welt eingepackt. Doch da gibt es etwas, das ich mir auf ewig merken muss. Drei Worte zum Schluss, ohne jeglichen Frust. Also geht bei mir mal alles drüber und runter. Zähl einfach auf 1, 2, 3 und komm mal runter. Bin ich jetzt behindert?